Das ist das Küchenteam vom Guckital. Heute wollen wir ein Gericht aus der aktuellen Speisekarte kochen. Ein Kalbskotelett sous vide gegart. Dafür brauchen wir Guckitals Küchenchef Sada. Und das ist Sada. Dieses Gericht kocht er heute für uns. Grundlage ist ein Stück Fleisch bester Qualität. Um keine versteckte Werbung zu machen, nennen wir unseren Fleischlieferanten nicht. Er liefert den Kalbskronenbraten in bester Qualität. Sada schleift sein Messer. Er schneidet ein schönes Kotelett ab. Umwickelt den Knochen mit Folie. Packt das Fleisch in einen hitzebeständigen Vakuumbeutel. Vakuumiert das Fleisch. Und wartet auf die Bestellung. Das geht meist noch schnell. Nun muss Sada schnell sein, denn das Fleisch braucht lange im Wasserbad. Es bleibt 25 Minuten bei 62 Grad Celsius im Wasserbad. Sada nimmt das Fleisch aus dem Wasserbad. Er packt es aus. Und tupft es trocken. Nun kommt das Fleisch in die heiße Grillpfanne. Anbraten. Für ein schönes Grillmuster verschieben. Das Fleisch umdrehen. Und wieder verschieben. Und fertig braten. Nun geht es zum Anrichten. Sada serviert zum Kalbskotelett. Folienkartoffel, Sauerrahmsauce mit Fleur de Sel salzen, Jus die Barbecue-Sauce, Guacamole. Noch mehr Sauerrahmsauce, noch mehr Barbecue-Sauce, noch mehr Jus, etwas Dekoration. Und fertig. Auf dem Weg ins Restaurant auf dem Weg zum Gast. Einen guten Tag.